was heute passiert. Ein richtiges Candlelight-Dinner zum Essen. Ey, Basti, auf den letzten Metern, hä? 3, 2, 1. Es ist soweit. Etappe 6 steht an und damit der letzte Ritt auf unserem Toskana Cross. Wir reiten unsere Gravelbikes dabei nochmal über 100 Kilometer vom Meer bis in die Stadt. Wie das heute klappt, das seht ihr jetzt. Auf geht's nach Rom. Oh, der Feind der heutigen Nacht, der schwirrt bestimmt auch noch hier irgendwo um mich rum. Hier waren viele Stechviecher, Mücken, irgendwelche anderen Schwebeobjekte. Morgen. Morgen. Gute Nacht gehabt? Ja, geschlafen. Tatsächlich ganz gut. Ich habe wieder mein Hörbuch dran gemacht, Harry Potter. Bin direkt eingeschlafen. Aber trotz Moskitonetz, das ich da in dem Biwaksack habe, habe ich, glaube ich, auf jeden Fall mal hier richtig einen abgekriegt. Boah, zwei richtig dicke Stiche, ja. Boah, das juckt echt mies. Nicht gut. Nee. Aber du hast ja die Haare drüber. Zack, weg sind sie. Zucker und Kaffee, das bringt voran. Auf geht's jetzt von diesem schönen Platz heute mit süßem Frühstück, wortwörtlich süß, auf die Tour nach Rom. Und erstmal fahren wir noch ein bisschen entlang des Meeres und dann geht's ja ins Landesinnere. Die Strecke nach Rom ist leider nicht so gut mit Alternativen zu planen. Da muss man schon ziemlich viel einfach Straße fahren. Ja, aber wir haben uns dieses Ziel gesetzt, in dieser ewigen Stadt anzukommen und das machen wir jetzt auch. Die letzten Meter am Meer, bevor wir jetzt gleich links eindrehen und dann geht's wirklich rein in Richtung Rom. Via de Roma! Bastis Magazin ist auch wieder geladen. Zwei Bananen mit dabei. Also diese Wege hier machen es nicht einfach in der Mittagssonne. Schwer zu fahren, windy Grip. Und man wird richtig durchgeschüttelt. Das tut dem Hintern ordentlich gut. Ihr wisst ja, eigentlich mache ich keine Zwischenschmierung. Immer entweder morgens oder gar nicht. Aber heute brennt der Hintern so sehr, dass ich nochmal was von dieser Creme reinlege. Das ist immer ein bisschen ekelhaft, aber Fett muss drauf. Sonst wird das heute schwierig. Film erstmal weg. So. Ja. So, und jetzt halte ich mal hier. Jetzt kommst du mit dem Schwimmer auf den Boden. Ja. So. Warte. Jetzt das Gesicht. Wenn man. Ach, wisst genau. Wenn man also das kann man ja jetzt auch sehen. Wenn man an. Es ist wirklich, also pass auf, das ist ja jetzt kalt und morgens verreibt man das halt auf dieser roten Platte natürlich. Es ist halt so, wenn man das jetzt hochzieht, dann ist das unangenehm. Obwohl, geht eigentlich, ist eigentlich auch warm. Jetzt kann man das natürlich hier drin so ein bisschen. Danke, Netz weiter im Takt. Liebe der Hand an. Ja, nee, die Hand noch nicht. Ich hab doch gar nichts berührt. Ich hab nur die Tube berührt und draufgelegt. Okay, muss stimmt. Keine Sorgen machen. Ich dachte, der ist gerade mit der Hand noch da durchgerieben, ey. Wir fahren jetzt hier durch ein Naturreservat in Richtung Rom. Das liegt zwischen Meer und einem See, blende ich euch gerade mal bei Google Maps ein. Und immer mehr sehen wir jetzt auch die großen Flieger. Da oben ist zum Beispiel gerade einer aus dem Einzugsbereich Rom, aus der Metropole. Also wir kommen der Sache jetzt wirklich immer näher. Noch 3 Stunden bis Rom. Der höchste Punkt der heutigen Tour ist gerade erreicht. Hier vorne ist er. Basti, sauber! Nicht mehr weit. Und das ist jetzt unser Ort hier für eine leckere Mittagspause. Jetzt kriegen wir hier einen einzelnen Tisch im Garten bereitet. Voll nett. Sieht gut aus. Ein richtiges Candlelight-Dinner zum Essen.
Enjoy. Guten Appetit. So, Pasta ist da. Sieht gut aus, hä? Dann reinhauen für die letzte Etappe. Auf dem Weg in Richtung Rom wird der Espresso immer kürzer. Cheers. Cheers. Back on track, gut gestärkt. Ey, das war lecker. Auf geht's in die ewige Stadt. Mit Radfernweg nach Rom rein oder so, das jibbelt nicht, zumindest nicht aus dieser Richtung. Hier schön über die zweispurigen Straßen. Na toll. Also meine ist jetzt hier komplett abgerauscht. Hier rein. Da gilt auch keine 3-Sekunden-Regel, weil... Oder würdest du das noch essen? Hat Mineralstoffe, Greens. Ach Mist, das tut mir voll leid. Ach, da ist auch noch ein Splitter mit dabei. Na gut. No way! Haha! Jetzt kommen die Rom-Vibes. Auf den letzten Metern, hä? Was ist da los? Abgesprungen. Läuft wieder? Ja. Wow. Du hast es sogar in der Rotschalte geschafft. Wie war der Formel 1? Noch 5 Minuten bis zum Vatikan. Ich kann es nicht fassen, dass wir das gepackt haben in dieser Zeit. So krass. Alter, was für eine Reise. Jetzt hier angekommen, Petersdom, die Sonne strahlt, nochmal gut reingetreten heute, sehr, sehr schön. Alles gegeben. Schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um, nehmen euch dabei mit, dann zeigen wir euch noch 2, 3 Highlights auch von Rom. Wir werden natürlich noch die 10-Cent-Münze in den Trevi-Brunnen schmeißen, uns was dabei wünschen und vielleicht auch noch die Flasche Wein anfangen. Müssen wir. Ey, Basti, ich glaube. Was? Ja, da, hast du nicht gesehen, da oben, da war er gerade am Fenster, der Papst. Hat unsere Gravelbikes gesegnet? Ja? Nein, haben Sie da, auch da oben am Fenster, ehrlich. Stand der gerade und hat so gemacht. Ja, nach dieser Eingebung von höchster Stelle, vielleicht 2, 3 Informationen hier. Das ist jetzt hier der Petersplatz für all diejenigen, die noch nicht in Rom waren. Und hierhinter befindet sich der Vatikan. Das ist natürlich ein gesicherter Bereich, sprich ein eigener kleiner Staat. Und wird gesichert von der Schweizer Garde, die an allen Toren stehen. Hier steht auch Basti, der sichert auch ein bisschen, nämlich gute Qualität für sein Video. Und hier vorne ist die Polizei, die uns, naja, davor schützt, hier Fahrrad zu fahren. Wie dem auch sei, dahinter befinden sich natürlich auch die vatikanischen Gärten, verschiedenste Museen und auch natürlich die Sixtinische Kapelle. Dieser Platz hier bietet in Summe Platz für 20.000 Menschen bei Audienzen. Da war ich auch schon mal bei einer mit dabei, ganz früher. Ich blende euch mal ein Bild ein mit Julian Witting und noch unserem Kumpel Marcel, der mit dabei war hier in Rom. Es war eine gute Zeit. Und jetzt gleich fahren wir weiter durch Rom. Da geht's entlang und dann fahren wir zum Castel Angelo, die Engelsburg, glaube ich, heißt sie auf Deutsch, aus dem 2. Jahrhundert, eine Burg rund aus dem 2. Jahrhundert. Dann geht's zum Trevi-Brunnen etc. etc. Also eine kleine Rom-Tour für euch jetzt. So.
So, und wenn man Geld in den Trevi-Brunnen schmeißt, habe ich gerade gelesen, dann heißt das, dass man nach Rom zurückkehrt. Willst du nach Rom zurückkehren? Definitiv. Du doch aber auch, oder? Ja, sicher. Komm, so. Du darfst. Und habe ich auch gerade gelesen, Fun Fact, am Tag werden bis zu 4.000 Euro aus dem Brunnen gefischt. Die Stadt Rom nutzt das Geld für den Erhalt der Monumente. Deswegen lege ich jetzt einfach mal noch ein bisschen was drauf. Sollen wir die Firmenkreditkarte auch reinschmeißen, Basti? Top Idee. Reicht das? Feuer frei. 3, 2, 1. Ich glaube, alle vier haben es gemacht. Sehr gut. Das heißt, wir kehren nach Rom zurück. Für ein verrückter letzter Tag. Wir sind angekommen. 107 Kilometer haben wir gerade gecheckt. Boom. Heute noch mal reingefahren. 6 Tage in Folge. 100 Kilometer auf der Uhr. Mehrere tausend Höhenmeter von der Cinque Terre bis hier zum Kolosseum. Basti, noch mal danke, danke, danke. Du hast das sehr geil gemacht. Und dieses Mal habe ich richtig durchgetrieben. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, wir haben natürlich wirklich heute auch noch mal einen Hardcore-Tag gehabt. Viel reingetreten. Am Ende wirklich zähe Gravel-Stücke und dann der wilde Straßenverkehr. Dann aber hier durch Rom. Okay, bis auf den Kreisverkehr. Kreisverkehr gerade, der war nochmal ganz besonders. Ja, und jetzt haben wir hier diese eindrucksvollen Gebäude hinter uns in dieser historisch extrem interessanten Stadt. Ja. Dem Römischen Reich, dem Forum Romanum, alles, was hier direkt hinter uns auch und neben uns gerade ist. Wie läuft das Ganze jetzt hier für uns gerade ab? Wir machen jetzt gleich ein Fazitvideo und zwar mit einer Flasche Rotwein. Mit der Flasche Rotwein. Dieses Kilogramm habe ich die letzten 2 Tage jetzt auch noch mitgetreten. Das wird gleich hier reingehen, die Leber fängt besonders an zu arbeiten. Dazu kommt natürlich ein Fazitvideo. Wenn das Video da ist, dann werdet ihr es irgendwann gleich hier verlinkt sehen. Für uns heißt es jetzt hier heute Abend Hotel einchecken. Wir haben uns ein bisschen was besseres 3-Sterne-Hotel hier geholt. Auf jeden Fall gut bewertet. Da werden wir heute Abend noch lecker essen gehen. Ja. Bisschen die Stadt genießen. Den Abend ausklingen lassen und dann morgen im Laufe des Tages mit dem Zug zurück. Basti, wie geht's dir? Ein kurzes Fazit hier, bevor wir dann gleich ins richtige Fazitvideo noch gehen. Ja, jetzt gerade fällt einem die ganze Last so von den Schultern. Die Tage waren wirklich lang, viele Meter, viele Höhenmeter. Das geht rein und vor allem auf so langen Distanzen sind Tiefs dabei. Ich glaube, das gehört auch dazu. Keiner trampelt immer nur happy durch die Gegend. Ja. Sondern irgendwann denkt man sich auch so, boah, die Beine brennen, der Arsch tut weh, gar keinen Bock mehr. Und es sind immer noch 2 Tage mit nochmal 300 Kilometern. Ja. Aber wenn man dann an seinem Ziel angekommen ist, ist das einfach nur das Allerbeste. Ja. Jetzt ist alles, was man unterwegs an schlechten Gedanken hat, ist schon längst weg. Man erinnert sich nur noch an die ganz tollen Momente. Und gerade hier, es ist angenehm warm. Wir haben schon so ein bisschen Frühling-Sommer-Stimmung. Ja. Tolles Licht, es ist schön beleuchtetes Kolosseum. Fühlt man sich einfach nur gut. Ja, also das ist ein Traum. Ich hoffe, euch haben die Episoden, die wir jetzt hier in der Toskana gedreht haben, gefallen. Es gibt ja 6 an der Zahl. Jetzt noch das Fazitvideo. Bei Basti gibt es den kompletten Zusammenschnitt. Also nochmal ganz klar darauf hingewiesen. Den findet ihr verlinkt. Und ja, Basti, wie gesagt, danke. Es war eine coole Reise. Hat Spaß gemacht. Nochmal neue Eindrücke gesammelt. Und jetzt setzen wir uns mal hin und drehen das Fazitvideo. Euch bis dahin entweder da einschalten, bei Basti einschalten, Kanal abonnieren. Und wir sehen uns. Ciao. Macht's gut, Leute. Ciao.